In anderen Videos haben wir über das Konzept des Obermatt Value Ranks gesprochen und wir haben erzählt, wie man ihn anwendet. In diesem Video gehen wir in das Detail und wir erklären die detaillierten Obermatt Value Ränge. Sie erinnern sich vielleicht, die Obermatt Value Ränge machen ein Verhältnis zwischen der Größe des Unternehmens und dem Preis, dem Marktpreis, den man dafür bezahlt, wenn man das ganze Unternehmen kaufen würde. Wie messen wir die Größe des Unternehmens? Wir verwenden nur Finanzkennzahlen, das ist unsere Spezialität. Und die wichtigste Finanzkennzahl für jedes Unternehmen ist der Umsatz. Je größer das Unternehmen ist, desto mehr Umsatz hat es. Dann natürlich, wenn ein Unternehmen Umsatz erzielt, dann möchte es auch einen Gewinn machen. Die zweite Größe, die wir verwenden, um die Größe des Unternehmens zu beurteilen, ist der Gewinn. Nun können Unternehmen nicht Gewinne erzielen und Umsätze machen, wenn sie nicht Kapital haben, das sie einsetzen, zum Beispiel für Gebäude oder Maschinen, aber auch in ihren Marken, ihrem Brand und ihrem Auftritt. Man nennt dies investiertes Kapital oder Buchwert, Buchkapital. Und schließlich kaufen sie das Unternehmen ja nur, weil sie eine Dividende wollen. Sie wollen etwas von dem Unternehmen und es bezahlt in der Regel einen Teil des Gewinnes aus als Dividende. Das sind die vier Größen, die uns helfen, die aktuelle Größe des Unternehmens zu bestimmen. Wie gehen wir also um mit diesen Größen? Zuerst einmal schauen wir auf den Umsatz. Und aus dem Umsatz berechnen wir das Verhältnis zwischen Umsatz und Preis des Unternehmens, den Gesamtkosten des Unternehmens. Das nennt man Kurs-Umsatz-Verhältnis. Kurs-Umsatz-Verhältnis. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel ein Kurs-Umsatz-Verhältnis hat von 2, bedeutet das, dass der Marktpreis des gesamten Unternehmens doppelt so hoch ist wie der Umsatz dieses Unternehmens. Wir rechnen dann das Kurs-Umsatz-Verhältnis für alle anderen Aktien aus, die ähnlich gelagert sind, und kommen so auf eine Reihenfolge. Das Unternehmen mit dem höchsten Kurs-Umsatz-Verhältnis kriegt den tiefsten Value-Rang und das Unternehmen mit dem geringsten Kurs-Umsatz-Verhältnis kriegt den höchsten Value-Rang. Man kriegt am meisten für sein Geld. Auch die Buchwerte des Unternehmens verwenden wir. Man spricht vom Kurs-Buchwert-Verhältnis. Wir machen auch hier das Gleiche. Wir rechnen das Kurs-Buchwert-Verhältnis für alle ähnlich gelagerten Aktien aus und beurteilen, wie günstig ist das Unternehmen verglichen mit anderen Aktien. Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis-Rang von 70 bedeutet zum Beispiel, es gibt 70% der Unternehmen sind teurer und nur 30 sind günstiger als dieses Unternehmen. Nun kommen wir zu einer Kennzahl, die sehr berühmt ist. Sie heißt KGV. Es ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Von dem wird oft gesprochen. Es wird wieder das Gleiche gemacht. Man misst die Größe des Gewinns und vergleicht es mit dem Marktwert des Unternehmens. Und je mehr Gewinn Sie kriegen für einen bestimmten Marktwert, desto höher ist der Obermatt Value Rang. Und schließlich verwenden wir auch die Dividende. Es gibt bei Obermatt auch einen Dividendenrang. Hier spricht man von der Dividendenrendite. Und das Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite kriegt den höchsten Obermatt-Dividendenrang und das Unternehmen mit der tiefsten den tiefsten. Nun sieht man keine von diesen vier Kennzahlen auf den Obermatt-Top-10-Listen. Dort sprechen wir nur vom konsolidierten Value-Rang. Wie funktioniert nun dieser Konsolidierungsprozess? Wir haben ja jetzt Ränge, vier Ränge für dieses Unternehmen berechnet. Daraus können wir einen Durchschnitt ausrechnen. Wir haben also einen Durchschnitt dieser Ränge für dieses Unternehmen. Wir rechnen diesen gleichen Durchschnitt aus für alle anderen Unternehmen. Und dann machen wir wieder das Gleiche. Wir kalkulieren einen Obermatt-Rang. Das Unternehmen mit dem tiefsten Durchschnittswert erhält den Obermatt-Value-Rang
1 und das Unternehmen mit dem höchsten durchschnittlichen Rang der Detailränge kriegt den Wert 100. Wie arbeitet man nun mit diesen detaillierten Value-Rängen? Hier muss ich etwas Finanztheorie vermitteln. Nicht viel, es ist wenig, es geht relativ schnell. Umsatz und investiertes Kapital sind sehr stabil. Sie schwanken nicht viel über die Zeit und sind deshalb sehr zuverlässige Indikatoren für den Wert eines Unternehmens. Allerdings haben sie ein paar Probleme. Zum Beispiel beim Umsatz. Es gibt Unternehmen, die entscheiden sich, ihre Produkte alle selbst zu produzieren. Und es gibt andere Unternehmen in gleichen Geschäftsbereichen, die eher Produkte einkaufen und wiederverkaufen, die eher mehr handeln. Unternehmen, die handeln, haben einen viel höheren Umsatz als Unternehmen, die alles selber produzieren. Und deshalb ist dann das Kurs-Umsatz-Verhältnis weniger gut vergleichbar. Auch beim investierten Kapital gibt es gewisse Probleme. Zum einen sind Unternehmen nicht genau gleich aggressiv oder konservativ bei der Bewertung ihrer Anlagen. Und es kann sein, dass ein Unternehmen sehr aggressiv ist, eine sehr hohe Bewertung der Anlagen hat und andere Unternehmen sind eher konservativ. Dann ist auch das Kurs-Buchwert-Verhältnis nicht mehr so gut vergleichbar. Und heute gibt es noch ein weiteres Problem. Viele der neueren Unternehmen haben sehr viel immaterielle Güter. Nehmen Sie Google und Facebook. Da sind die Anlagen nicht die Computer und die Netzwerke, sondern es ist der Brand, wie viele Leute diese Unternehmen kennen. Und das erscheint nicht auf dem investierten Kapital und dadurch wird das Unternehmen weniger gut vergleichbar. Nun kommen wir zu den wichtigen Kennzahlen, Gewinn und Dividende. Schlussendlich wollen Sie einen Gewinn, den Sie später als Rendite nach Hause nehmen. Diese Kennzahlen sind für Sie als Anleger also viel, viel wichtiger. Allerdings schwanken diese Größen viel mehr. Von einem Jahr auf das andere kann der Gewinn mal sehr schlecht sein, weil etwas Neues investiert wird, oder er kann tief sein, sehr hoch sein, weil gerade Gewinne realisiert werden. Deshalb sind diese Größen viel stärkeren Schwankungen unterlegen. Schauen wir uns zusammen jetzt ein paar Fälle an, damit Sie einen Vorsprung kriegen in der Interpretation dieser Value-Rängen für Ihre eigenen Anlageentscheide. Der erste Fall, den ich heute besprechen möchte, ist der Krisenfall. Unternehmen gehen immer wieder durch eine Krise und was dann passiert ist, dass die Gewinne fallen und auch die Reputation. Und damit werden die Unternehmen oft günstig. Meist spiegelt sich das in relativ guten Rängen bezüglich Umsatz und investiertem Kapital und in einem sehr schlechten Rang bezüglich des Gewinnes. Coca-Cola war in den 80er Jahren in einer solchen Situation, als sie die neue Formel im Markt einführten. Damals fiel die Reputation des Unternehmens beträchtlich, sicher auch die Gewinne und vor allem aber der Marktwert. Im Verhältnis zum Umsatz und zum investierten Kapital war Coca-Cola damals sehr günstig und Warren Buffett ist eingestiegen und hat enorm davon profitiert. Heute ist Coca-Cola genau das Gegenteil. Heute ist Coca-Cola der Cashflow-Fall. Der Cashflow-Fall sieht bei Obermatt so aus. Die Gewinne sind okay, aber die Dividendenrenditen sind enorm hoch. Im Verhältnis zum investierten Kapital und im Verhältnis zum Umsatz sieht es dann aber relativ teuer aus. Also schlechte Umsatzränge, schlechte investiertes Kapitalränge, okay Profitränge und sehr hohe Dividendenränge. Coca-Cola ist das heute. Eigentlich ist das Gegenteil viel spannender. Wenn ein Unternehmen nämlich die Dividenden nicht ausbezahlt, sondern selber investiert. Ich nenne das den zukünftigen Starfall. Wenn Sie also ein Unternehmen finden mit tiefen Dividendenrenditen, aber hohen Gewinnen bei Obermatt, dann könnte das wirklich ein Hinweis darauf sein, dass sich da in Zukunft etwas entwickeln kann. Am liebsten habe ich natürlich den ausgewogenen Fall, wenn in Bezug auf alle detaillierten Value-Ränge gute Zahlen vorhanden sind. Dann fühle ich mich sicher, ich weiß, da kriege ich wirklich viel Substanz für mein Geld. Sie sehen also, die Obermatt-Ränge widerspiegeln die Fakten. Interpretieren müssen Sie das aber selber. Und dafür lohnt es sich, die anderen Videos zu den Value-Rängen anzuschauen, wie zum Beispiel über das Konzept des Value-Ranks oder auch über konkrete Beispiele zur Nutzung der Value-Ränge. Viel Erfolg dabei!